Hallo und herzlich willkommen zu meinem Crashkurs fürs Bio-Abi. Wir sind im Bereich der Pflanzen. Wir hatten Photosynthese als einen wichtigen Stoffwechselprozess kennengelernt, die Chemosynthese bei Bakterien auch schon damit verglichen und sind jetzt aber eigentlich so im Bereich zwischen Ökologie und Stoffwechselphysiologie, denn wir wollen uns heute beschäftigen mit den Licht- und Schattenblättern, also Angepasstheiten bei Laubbäumen an zwei abiotische Faktoren, und zwar den Faktor Wasser und den Faktor Licht. Und die beiden spielen gemeinsam eine ganz wichtige Rolle. Dazu habe ich euch schon mal ein anderes Tutorial erstellt, zu der Frage Verhungern oder Verdursten. Das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, dass ihr euch das mal anschaut. Das könntet ihr euch dann hier ansehen. Jetzt aber erstmal zu diesem Vergleich mit diesen beiden typischen Blattarten. Und dazu wünsche ich euch ganz viel Spaß und los geht's. Ich persönlich habe als Schüler immer ungern auswendig gelernt und habe mir deshalb auch damals schon als Schüler versucht, mit so wenig Aufwand wie möglich zum maximalen Erfolg zu kommen. Und das versuche ich euch auch ein bisschen weiterzubringen, weil in der Biologie muss man eigentlich vor allen Dingen bestimmte Aspekte verstanden haben und nur weniges auswendig lernen. Aber das, was man auswendig lernen muss, das sind die Keywords. Und deshalb bei mir eben im Schwerpunkt auch immer diese Schlüsselworte, die wichtigsten Vokabeln, die ihr letztendlich für Biologie können müsst, um euch fachgerecht auszudrücken. Das in Verbindung dann mit den Basiskonzepten, wenn ihr diese verstanden habt, wird es euch sehr dolle leichter machen, bestimmte Fragen dann auch adäquat und mit voller Punktzahl zu beantworten. Deswegen jetzt hier erst einmal die Keywords, und die sind folgende. Sprechen wir über Angepasstheiten an die Faktoren Wasser und Licht bei Laubblättern. Logischerweise sind das dann natürlich auch schon mal drei Keywords, die wir hier benötigen. Fangen wir mal mit Keywords an, die sich um den Faktor Licht rangen. Da haben wir natürlich die lichtabhängigen Reaktionen der Photosynthese, die in den Chloroplasten ablaufen. Diese Chloroplasten finden wir insbesondere in dem Palisadengewebe, aber auch in dem Schwammgewebe. Wir haben, was den Faktor Licht angeht, natürlich diese sogenannten Schatten- und Sonnenblätter. Und der Begriff Lichtintensität spielt natürlich eine große Rolle. Schauen wir uns mal das, was mit Wasser zu tun hat, an. Das Wasser kann abgegeben werden. Das nennen wir bei Pflanzen dann Transpiration. Wenn das über die Spaltöffnungen passiert, dann kann es hier reguliert werden. Diese Spaltöffnungen liegen der unteren Epidermis, und der Prozess der Wasserabgabe heißt also Transpiration, und dies ist physikalisch eine Diffusion. Es kann außerdem zu einer Diffusion des Wassers über die Cuticula kommen, die es eigentlich schützen soll, denn diese Cuticula ist wachshaltig und soll also die Wasserabgabe hier verhindern. Keywords, die mit beiden abiotischen Faktoren, sowohl Licht und Wasser, sehr viel zu tun haben, ist die CO2-Fixierung, die in den lichtunabhängigen Reaktionen stattfindet, wo ja dann Glucose hergestellt wird, und der Begriff Oberfläche, der natürlich auch an dieses Basiskonzept Oberflächenvergrößerung erinnert. Diese Oberfläche spielt ja natürlich eine wichtige Rolle, einmal für das Licht, aber auch eben für das Wasser, für die Abgabe. Die Aufgabenstellung, die wir jetzt besprechen wollen, heißt: Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion, um Unterschiede im Bau von Licht- und Schattenblättern zu zeigen. Struktur und Funktion, eines der Basiskonzepte, die wir kennen. Hier nochmal alle fünf im Überblick. Wir wollen uns jetzt nochmal Struktur und Funktion genauer anschauen. Da haben wir einmal die Kompartimentierung, die Oberflächenvergrößerung, das Schlüssel-Schloss-Prinzip und das Baustellenprinzip. Und heute wollen wir uns insbesondere mit den beiden Kompartimentierungen und Oberflächenvergrößerung beschäftigen. Ihr würdet dann dazu ein Material bekommen, zum Beispiel hier dieses von den Schattenblättern, und da seht ihr schon die Zeichnung dann von den einzelnen Strukturen von diesen Schattenblättern, und diese Strukturen, die jetzt hier so nach und nach erscheinen, die müsstet ihr dann eben miteinander vergleichen. Die Gemeinsamkeiten müssten wir jetzt nicht nennen, denn es wird ja gesagt, wir sollen Unterschiede im Bau von Licht- und Schattenblättern zeigen. Das Material könnte also jetzt so aussehen. Dazu noch einmal eine kurze Wiederholung des Grundwissens zu dem allgemeinen Blattaufbau. Ihr wisst sicherlich noch, die Reihenfolge war also Cuticula, die auf der Epidermis aufliegt, der oberen oder unteren. Dann haben wir das Palisadengewebe, wenn man von oben nach unten geht, kommt dann das Schwammgewebe. Die Leitbündel, die sind jetzt hier nicht abgebildet, die hatten wir aber auch schon thematisiert. Und dann die Spaltöffnungen, die in der Regel auf der Unterseite der Blätter liegen. Nochmal ganz kurz die Funktion dazu. Die Cuticula ist also verantwortlich, die Pflanzen vor dem
Wasserverlust zu schützen. Dieses Palisadengewebe, da sind ja die Chloroplasten in einer sehr hohen Anzahl drin. Deshalb sind sie natürlich verantwortlich für die Photosynthese. Im Schwammgewebe sind zwar auch Chloroplasten, aber dieses Schwammgewebe hat eben auch in der Regel relativ große Interzellularen, wo dann Wasser und CO2 und Sauerstoff sich befinden. Dieses kann man also als Speicher bzw. als Ort des Stoffaustausches bezeichnen. Die Leitbündel hatten wir, wie gesagt, schon thematisiert, transportieren Wasser bzw. Assimilate. Und die Spaltöffnungen sind verantwortlich für die Regulation der Transpiration, denn die Schließzellen können diese Spaltöffnungen öffnen oder schließen. Fangen wir jetzt mit den ersten Unterschieden an. Ich habe jetzt mal die Keywords hier ein bisschen zugeordnet zu dem Material. Und wir betrachten als erstes die Faktoren Licht und Wasser bei den Lichtpflanzen und den Schattenpflanzen in Bezug auf die Cuticula, also auf die oberste Schicht. Und da können wir sagen, dass diese bei Lichtpflanzen dicker als bei Schattenpflanzen ist, um die durch die direkte Sonneneinstrahlung höhere Wasserverdunstung zu verhindern. Denn das Licht, welches jetzt direkt auf diese Lichtblätter auftrifft, hat natürlich auch eine Wärmeentwicklung und diese Wärme würde natürlich dann zu einem erhöhten Wasserverlust führen, wenn hier nicht diese Wachsschicht auf diesem Blatt wäre. Gehen wir zur zweiten Schicht, dem Palisadengewebe. Dieses ist bei Lichtblättern mehrschichtig, bei Schattenblättern nur einschichtig. Das können wir im Material erkennen. Die Mehrschichtigkeit ist bei hoher Lichtintensität vorteilhaft, da das Licht auch die tiefer gelegenen Blattstrukturen erreicht. So kann auch hier in den Chloroplasten Photosynthese und damit die Synthese von Zucker erfolgen. Die lichtabsorbierende Oberfläche kann so deutlich erhöht werden. Lichtabsorbierende Oberfläche in dem Falle also bezogen auf die Chloroplasten. Und da können wir gleich noch weiter den Gedanken führen. Außerdem wird natürlich dadurch ermöglicht, dass Lichtblätter eine deutlich höhere Anzahl an Chloroplasten besitzen als Schattenblätter. Durch diese Mehrschichtigkeit. Schauen wir uns das nächste Gewebe an, das Schwammgewebe bei Lichtblättern, besitzt mehr Zellzwischenräume, die nennen wir auch Interzellulare, als bei den Schattenblättern. Das wäre jetzt der Bau und die Funktion, jetzt hier fettgedruckt. In diesen Räumen wird Wasser gespeichert. Hier findet außerdem der Gasaustausch statt. Das Wasser ist für die Hydrolyse in den lichtabhängigen Reaktionen notwendig. Die lichtunabhängigen Reaktionen der Photosynthese benötigen CO2, welches über die Spaltöffnungen aufgenommen wird und in das Schwammgewebe diffundiert. So, und jetzt haben wir ja bei diesem Material auch noch diese Blätter, nicht nur den Blattquerschnitt, sondern auch die Blätter selbst gezeigt. Und da können wir deutlich erkennen, dass die Lichtblätter deutlich kleiner als die Schattenblätter sind, dafür aber dicker. Diese größere Oberfläche bei Schattenblättern ermöglicht diesen, das wenige Licht, welches hier ankommt, möglichst effizient aufzufangen. Im Gegensatz dazu sind die Lichtblätter an das Wasser stark angepasst. Nämlich bei den kleineren Lichtblättern ist nicht Licht, sondern Wasser der limitierende Faktor. Hier haben wir auch wieder dieses Basiskonzept Oberflächenvergrößerung, aber in diesem Falle in die andere Richtung. Denn da Wasser über die Oberfläche verloren gehen kann, ist hier eine kleinere Oberfläche günstiger, um Wasserverlust zu vermeiden. Eine letzte Sache, die man aus dem Material hier eher weniger entnehmen kann, die wollte ich nur noch mal zusätzlich nennen. Meist zahlreiche Sonnenblätter befinden sich bei Laubbäumen im äußerlichen Bereich der Krone und sind der Sonne zugewandt. Meist weniger Schattenblätter befinden sich bei Laubbäumen im inneren Bereich der Krone. Ja, das war schon wieder der Vergleich der Schattenblätter und der Sonnenblätter. Es gibt nun auch noch die Möglichkeit, Schattenpflanzen und Sonnenpflanzen zu vergleichen. Bei diesen Sonnenblättern und Schattenblättern, da bezieht man sich in der Regel auf einen Baum und eben die äußeren Blätter und die im Inneren gelegenen Blätter. Aber diese Anpassungen, die jetzt hier gezeigt wurden, die findet man natürlich bei den Schattenpflanzen und bei den Sonnenpflanzen auch. Da kommen natürlich dann aber auch noch, weil wir auf einer Organismenebene dann betrachten, andere Faktoren hinzu, wie zum Beispiel die Wurzelgröße. Ich habe noch etwas anderes für euch, und zwar habe ich euch ein Handbuch erstellt. Ich habe das hier unten bei der Videobeschreibung für euch verlinkt. Um das Handbuch runterzuladen, braucht ihr nur unter dem Video auf Show More zu klicken. Da öffnet sich dann die Videobeschreibung, dann auf diesen Link klicken. Da kommt ihr dann zu meinem OneDrive, da findet ihr das BioXy Handbuch. Und wenn ihr das öffnet, dann könnt ihr innerhalb des Handbuches jeweils zu den einzelnen Bereichen springen, indem ihr da draufklickt. Und wenn ihr dann
dann bei dem jeweiligen Video angekommen seid, dann könnt ihr direkt zu YouTube springen, und zwar entweder zu dem gesamten Video oder zu der jeweiligen Zeit, die ihr dann direkt anklickt. Ja, und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wäre das sehr schön, wenn ihr das tut. Ich habe auch noch einen anderen YouTube-Kanal, und zwar einen Kanal, wo ich ein bisschen über meine Freizeitaktivitäten, insbesondere meine Reisen, berichte. Denn in nur noch wenigen Monaten werde ich auf eine Weltreise gehen, und da wäre es sehr schön, wenn ihr mich da begleitet. Und ich freue mich natürlich auch dort über jeden Abonnenten. Den Link dafür könntet ihr dann hier finden, für meinen Bio-Kanal einfach hier draufklicken. Ganz liebe Grüße und viel Erfolg im Abitur. Tschüss, euer Exi.